Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wir haben, ich habe das mal 2-3 Minuten weiterlaufen lassen. Hier auch schnell. Warum es jetzt wieder auf langsam ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sich das einigermaßen, es ist nicht mehr ganz so extrem. Wie ihr seht, ist der Kreisel einigermaßen frei. Hat sich das ein bisschen eingependelt. Viele von hier fahren gleich direkt auf die Autobahn. Manche fahren noch in die Kreise rein. Anscheinend scheint das hier auch ein bisschen leerer zu werden. Das war ja von hier viel, viel voller. Wie es aussieht, läuft das so langsam alles weg. Dauert, ist bloß eine Frage der Zeit. Gott sei Dank. Hier, gut, weil sie hier teilweise die Spuren wechseln und hier mittendrin durch die Brücke eine Kreuzung ist. Das liegt teilweise daran, dass sie hier alle, erstens ist hier eine Doppelkreuzung und hier biegen auch viele links ab und dessen bleiben die stehen. Aber ich glaube, wenn sich das hier nachher geklärt hat, kommt ja gar nicht mehr so viel von hier. Und dann wird das da auch weniger. Da heißt es jetzt abwarten. Deswegen werden wir jetzt erstmal weitermachen bei unserem Zoo, den wir hier haben. Weil wir müssen da Besucher hinkriegen, weil ohne Besucher steigt er nicht auf und wir brauchen den aus Stufe 5. Hier, der kriegt 0 Besucher, immer noch. 0, hier kommt niemand hin. Deswegen, ihr habt es auch geschrieben, da müsste U-Bahn oder Bus hin. Ich werde jetzt einmal ganz kurz gucken bei U-Bahn. U-Bahn haben wir wo? Da. Hier ist ja sowieso eigentlich komplett keine U-Bahn-Linie, die geht ja hier durch. Da ist eine andere U-Bahn-Linie. Ich will bloß überlegen, wie ich das mache. Weil hier extra jetzt eine kleine Mini-U-Bahn-Linie wäre ja auch Schwachsinn. Ich bin überlegen, ob das geht, dass ich einfach nur eine Schiene mit der hier verbinde, die quasi diese Station hier mit durchfährt und hier wieder ab. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Hier eine kleine U-Bahn-Linie Nebenbau. Eine kleine. Ein Geschäft hätte ich opfern müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Schiene, bitte unterirdisch, mein Freund. Und denn, ob das zum U-Bahn-Stau führt, weiß ich nicht, aber ich werde es probieren. Ich gehe dann hier so lang ziehe. Da quasi mit an diese Station ran, wenn es funktioniert. Funktioniert nicht, wa? Naja, aber hier so mit ran, dann kommt er doch in die U-Bahn-Station. Und dann nochmal von hier. Mal gucken. Den müsste ich, hier komme ich nicht durch, ne? Nein. Ah, das wäre nur so eine kleine Mini-Station. Aber die können da ja umsteigen, also das wäre gar nicht das Problem. Die müsste denn hier so mit ran. Na, so nicht. So ungefähr. So ist aber nicht dran. Nein. Warte, 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 warte. Ah, bleib doch mal unterirdisch. So. Da. Der müsste. Ja. Genau. Quasi so eine kleine Minilinie, die den Zoo mit versorgt. Da machen wir gleich noch einen Bus mit hin. Der müsste denn hier auch mit dran. Alter, 3 Linien. Und der müsste dann wieder nach da. Das Ganze müsste aber auch andersrum. So. Und wieder nach da. Jetzt fahren hier quasi 4 Linien durch eine Station. Ob das gut geht? Was denn nun? Ist doch nur eine Linie. Was hast du denn gemacht? Hey? Neue Linie hinzufügen? Wie soll das so rum? Von da nach hier. Soll so rum, mein Freund. So rum. Nicht andersrum. Er soll andersrum. Ah, okay, gut. Mit dieser kleinen Strecke geht es wahrscheinlich nicht. Schade, schade. Gut, dann nehme ich hier wieder raus. Hier reicht ja auch eine Strecke. Das ist ja nur so eine kleine, die im Kreis fährt. Da können sie hier umsteigen. Wird vielleicht ein bisschen viel, sonst. Was ich ja hoffe, dass die Leute das hier dann nutzen werden. Ich meine, hier steigen ja tatsächlich schon Leute ein. So ist es nicht. Vielleicht verirren sich ja dann auch mal Touristen in den Zoo. Werden wir sehen. Wir bauen dann jetzt nochmal einen Bus hier hin. Bus. Und vielleicht gleich noch einen Hubschrauber oder so. Mal gucken. Bitte oberirdisch, wenn es geht. Bus. Bus, 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 Bus. Da ist ein Bus. Da muss ich mal gucken. Die Buslinie fehlt hier ja sowieso noch komplett. Ja, hier fehlt noch komplett eine Buslinie. Alter. Okay, hier muss dringend eine Buslinie hin. Einmal vor den Zoo. Dann vielleicht hier nochmal bei den Geschäften halten, obwohl das eigentlich ein Blödsinn ist, aber... Wie werde ich denn hier durchfahren lassen? Hier einmal halten, dann können Sie da zur U-Bahn-Station, wenn Sie es denn möchten. Dann lasse ich Sie hier auch einmal für die Touristen am Wanderweg halten. Dann würde ich sagen... Ah, komme ich hier durch? Weil er fährt durch den Kreisel, ne? Wieso biegst du hier nicht einfach links ab? Ah, von mir aus kann er auch durch den Kreisel fahren.
Dann können wir ihn ja eigentlich auch einmal hier reinfahren lassen. So. Und dann hier weiter da oben hin, würde ich sagen. Ja. Gut. Und von hier dann wieder da lang. Da nehmen wir mal den japanischen Tempel mit. Dann lassen wir noch ein Stückchen weiterfahren bis da. Das soll ja gar nicht groß werden. Dann lassen wir den hier nochmal halten beim Einkaufszentrum. Und dann kann er da wieder ran. So. Das soll nur so eine kleine Buslinie werden, die quasi den Zoo mit anfährt. Wir können hier ja umsteigen. Das ist das Problem. Ihr wisst ja selber, die laufen gerne. Machen wir das Ganze noch einmal andersrum. So, hier wieder lang. Dann lassen wir da nochmal halten. Dann nochmal da. Halt, hier. Hier wieder runter. Hier nochmal beim Tempel. Dann würde ich sagen, habe ich irgendwo eine Haltestelle? Da, genau. Da nochmal. Dann müsste er hier wieder runterfahren. Und hier gegenüber nochmal halten, ne? Tut er das? Und von da nach da. Ja, geht. Dürfte er da halten, dann müsste er hier wieder zurück, ne? Ja. Gut, dann fahren beide Linien einmal durch den Kreis. Und das ist aber nicht schlimm. Lass ich ihn da nochmal halten. Da nochmal halten. Und das hier ist eigentlich Blödsinn, was ich gemacht habe. Aber gut. Habe ich jetzt zumindest zwei Linien. Nimm hier ein bisschen was mit. Jetzt hoffe ich mal, dass wir ein paar Besucher in den Zoo reinkriegen. Na, steht immer noch auf Null. Aber mit Glück haben wir nutzen. Also die Linien auf jeden Fall. Hier stehen ja schon welche an der Bushaltestelle. Ich frage mich sowieso, warum kein Mensch in den Zoo will. Warum? Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht hilft es, wenn ich da Werbung mache. Werbekampagne. Probieren wir es einfach mal. So, ich meine, der Zoo bietet ja auch nur nicht wirklich viel im Moment. Aber wir müssen ja trotzdem mal irgendwie Leute hinkommen. Wir brauchen ein bisschen Gewerbe, wir brauchen noch ein bisschen Industrie, wir brauchen beides. Und wir sind tierische Minus. Aber jetzt gucke ich noch einmal ganz kurz hier. Wie ihr ja seht, gut, jetzt ist der Kreisel gerade wieder voll. Aber wie ihr seht, wird das ganz langsam weniger hier. Ganz langsam, Stück für Stück. Und sobald hier der große Schwung weg ist, kommt hier ja auch gar nicht mehr so viel raus. Und dann haben wir den Kreisel frei und dann haben wir auch weniger hier. Das ist also nur eine Frage der Zeit. Da werde ich jetzt im Moment nichts machen. So, dann muss ich erstmal gut kennen. Wo bringe ich noch Geschäfte unter? Ich weiß, ich könnte hier zwar noch Gewerbe hinbauen, weil Wohngebiete haben wir noch jede Menge frei, wie man sieht. Das Problem ist, wir haben hier schon so viel Gewerbe. Ich will hier gar kein Gewerbe mehr hinbauen. Absolut nicht. Ich meine, man könnte hier noch ein bisschen Gewerbe hier rundherum bauen, aber hier ist auch schon, wir haben allgemein schon sehr, sehr viel Gewerbe in der Stadt. Ich weiß nicht, warum die so pervers viel Gewerbe brauchen, aber ist halt so. Gut, ich werde hier wohl Gewerbe rumbauen. Geht ja nicht anders. Da werde ich jetzt aber Großes nehmen müssen. Weil das Kleine, es gibt ja sofort wieder Nachfrage. Bisschen Gewerbe an die alte Einkaufsstraße, hier einmal so lang. Der Flughafen dürfte die ja eigentlich nicht stören. Einmal hier komplett lang. Wir brauchen sowieso Gewerbe. Ich hoffe, das baut sich dann auch auf, damit wir den Geschäftspark freikriegen und so weiter. So. Ist hier denn Wasser vorhanden? Ich hoffe es mal. Ist. Wunderbar. Okay, sind schon dabei, sich aufzubauen. Schafft im Übrigen auch wieder Arbeitsplätze. Da konnte ich heute mal nachgucken. Haben in der letzten Folge komplett vergessen, ne? Arbeitslosenbürger 25%. Na, die kriegen wir nur sehr, sehr, sehr langsam runter. Ja, ist, überall rennen Leute hin, ne? Bloß nicht in den Zoo. Ja, ja, oder? Na gut, hier läuft auch eine Werbekampagne. Aber der hat Besucher. Jede Menge sogar. Das ist der Zoo, kriegt keiner ab. Der ist uninteressant. Ich sag's ja immer wieder, die armen, harmlosen Tiere haben keinem was getan und die wollen nicht besucht werden. Kein Mensch rennt in den Zoo, aber wirklich keiner, steht immer noch auf Null. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ist hier irgendwas nicht verbunden? Der Zoo ist komplett leer. Warum? Muss ich nicht verstehen, oder? Kann im Moment aber auch nicht mehr bauen im Zoo. Vielleicht das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, aber ich glaube nicht, dass das hier eine Auswirkung hat. Hier neben noch so einen Weg durchziehen. Ah, lässt sich wieder nicht so bauen, wie er soll. Wenn ich das hier ausmache, glaube ich auch nicht, ne? Oder? Weil die Wege haben da irgendwie keinen Einfluss drauf. Nö. Das gilt leider nur für die Straßen. Ich hätte hier gern so einen Weg neben gehabt, aber... Muss ich so machen. Ja,
denn hier einmal durch? Ja, das ist halt immer das Problem. So. Hier hinten hätte ich gerne lang gehabt, aber den einmal länger. Den einmal länger. Hier ist jetzt wieder das gleiche Problem. Einmal von da nach da und von da nach... Das sieht doof aus, wenn man zu schräg kommt. Das sieht echt doof aus. Aber es geht nicht anders. So. Aber es dürfte trotzdem keine Leute anlocken. Ja. Es sind nur die Entertainer, die hier rumlaufen. Es verirrt sich niemand, warum auch immer. Wirklich niemand in den Zoo. Und jetzt kam hier auch der erste Bus an. Obwohl. Na, jetzt rennen sie wieder raus. Ja, die kommen im Bus an und fahren mit dem Auto wieder weg. Seid ihr doof? Geht da rein, Leute. Liegt das vielleicht am Preis? Ich mach den mal einfach mal zum Test auf 5 Euro. Oder 5 Dollar besser. Ich weiß gar nicht, ist das Euro? Dollar? Ich glaube, das ist das Euro-Zeichen, ne? Vielleicht kommen so ja mal Leute. Wir müssen ja irgendwann mal Leute hier reinkriegen. Wir haben hier sogar Geschäfte. Oder ist es wieder irgendwas buggy? Ich weiß es nicht. So, aber haben sich die Geschäfte hier denn mal weiter aufgebaut? Wie es aussieht? Ja. Da bauen sich ja schon die großen Türme auf. Wunderbar. Wie sieht es denn jetzt inzwischen aus mit einem Geschäftspark? Den haben wir noch nicht. Ne, wir sind bei 18.500. Kommen aber dicht dran. Das Ding haben wir inzwischen frei. Die Pyramide der Sicherheit. Die Pyramide der Sicherheit erlangen sie, wenn eine Katastrophe die Stadt getroffen hat, es aber nicht zu Verlusten gekommen ist. Das Ganze habe ich, glaube ich, freigeschaltet im Stream. Und wie gesagt, wenn man es in einer Stadt freischaltet, hat man es jeder. Da hatte ich die gefährlichste Katastrophe überhaupt. Ein riesen Waldbrand mit einem Baum. Es hat einen Baum getroffen. Aber die brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wofür. Ja, dafür brauchen wir halt den Geschäftspark. Dafür brauchen wir den Krankenhausplatz. Hierfür brauchen wir die Katastrophengedenkstätte. Müsst ihr gleich mal gucken. Die Klimaforschungsstation. Und die Statue des Kolossalus. Gut. Fangen wir mal bei 1 an. Ja, die Statue der Industrie, die haben wir sogar fast. Wir haben 9.825. Dann fehlt noch... Ja gut, das ist das mit der Bürgergesundheit, der Krankenhausplatz. Sonst hätten wir hier aber auch alles. Und wir haben nicht mehr viele einzigartige Gebäude. Die Katastrophengedenkstätte. Erleben Sie Tsunami. Ah, alles klar. Tsunami hatte ich doch im Stream. Klimaforschungsstation. Die hätten wir. Das wäre schon mal was Schönes. Die können wir auch gleich aufbauen. Die war eine Voraussetzung. Vielleicht zieht das ja ein paar Leute an, wenn ich hier direkt neben... wenn ich ein paar Häuser opfern müssen. Ich setze die da trotzdem hin. Einfach aus dem Grund, ich hoffe, das zieht Touristen an. Naja, hübsch ist sie nicht. Aber mal gucken, die war für irgendwas eine Voraussetzung. Und zwar, das war die Kolossalus-Statue. Ich glaube, das war das. Jetzt brauchen wir nämlich die schwimmenden Gärten. Ja, Katastrophengedenkstätte, genau. Und hier der Geschirr. Ja, das war das, die Recyclingfabrik. Die schwimmenden Gärten, die haben wir wo? Ja, da ist echt Leute in den Zoo? Ja, es rennen Leute in den Zoo. Endlich. Ich muss gleich mal gucken. Die schwimmenden Gärten. Die schwimmenden Gärten, die habe ich hier eben noch gesehen. Das ist Hubschrauberpark. Den werde ich auch gleich mal aufbauen. Ich will nur mal kurz, dann baue ich mal kurz. Den werde ich hier so reinzimmern. Zack. Freu die Leute. Aber ich wollte jetzt nach den schwimmenden Gärten gucken. Waren die das? Ja. Ah, das ist die lokale Herstellung. Gut, da brauchen wir natürlich noch jede Menge. Aber wir haben ja eh schon wieder Gewerbenachfrage. Haben wir jetzt endlich Gäste im Zoo? Oh ja, 106 Besucher von 105. Es ist ein Anfang. Es sind 109 Besucher. Durch die Bus und U-Bahn jetzt, ne? Gott sei Dank. Dann hat das ja zumindest schon mal geklappt. Denn werde ich gleich noch ein bisschen Gewerbe bauen. Da haben wir nämlich schon wieder so eine riesen Nachfrage. Aber ein bisschen lokale und biologische, die brauchen wir nämlich. Und das hier klärt sich sehr, sehr gut, wie ihr seht. Also das, bis auf das kurze Stück hier vorne. Flutscht das hier doch schon. Das flutscht und rutscht. Der Kreisel ist gerade wieder ein bisschen voll. Lag aber, glaube ich, daran, dass hier ein paar kamen. Müsste hier gleich weitergehen. Ja, geht da schon weiter.
Wunderbar. Ich habe das Gefühl, der Kreisel ist ein bisschen klein geraten. Hätte ich einen größeren gebaut, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber gut, das kann man jetzt nicht ändern. Jetzt fängt das mich da an, schon wieder sich ein bisschen zu stauen, weil das hier eben stand. Und das ist natürlich nicht gut. Ich bin mir hier noch nicht so sicher. Ich meine, das ist nicht mehr so schlimm wie in der letzten Folge. Das seht ihr ja selbst. Aber so ganz optimal ist das trotzdem noch nicht, ne? Ist die Spawn auch zwischendurch immer wieder Autos? Ah, jetzt flutscht das hier aber wieder gut durch. Abwarten, abwarten. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Gewerbe. Das Problem ist, ich meine, Bauplatz haben wir ja noch jede Menge. Ich würde auch gerne, dass die Häuser sich hier irgendwann mal aufbauen. Da ist ja momentan noch, wie gesagt, das ist ja alles noch Baufläche, wo so gut wie keine Häuser stehen. Hier steht nicht ein Haus. Weil wir halt momentan null Nachfrage haben. Wenn ich hier zumindest diese Spalte noch ein bisschen biologisch hinbaue, warum eigentlich nicht? Ich drücke mal kurz Pause, weil wir brauchen definitiv mehr davon. Wenn ich denen jetzt hier so rüberziehe, hier so. Oh, mein Nachbar meint gerade hier rumzuhämmern. Ich hoffe, das hört man nicht in der Folge. Ich weiß nicht, der hämmert gerne. Ist zwar beides biologisch, aber... Nein. So. Es soll ja nicht gerade zusammenwachsen, ne? Das ist schlimm mit dem. Ich weiß nicht, ich habe noch nie erlebt, dass einer so viel zu Hause rumwerkelt. Der ist ja nur, von morgens bis abends, nur am Rumhämmern. Jeden Tag, egal ob Samstag oder Sonntag, er muss rumhämmern. Ist er ja, ich hoffe, man hört es nicht in der Folge. Gut, dann können wir hier nämlich noch ein bisschen... Ich hoffe, das zählt jetzt noch dazu. Ich bin mir hier jetzt nicht so sicher. Ah, gehe ich lieber auf Nummer sicher. So. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Gewerbe hinmachen. Ich weiß nicht, gehen die biologisch auch mit den Großen? Ich probiere es einfach mal. Kann auch sein, dass die biologischen nur mit den Kleinen gehen. Die Fläche wird sowieso nicht ausreichen, um hier unseren Park zu kriegen. Aber es ist zumindest ein Anfang. So. Aufbauen tun sie sich zumindest. Ob das jetzt biologisch ist, müsste eigentlich. Ja, weil habe ich ja mit übernommen. Mal kurz gucken. Baut sich da was auf? Also aufbauen tut sich auf jeden Fall. Die Frage ist, was baut sich auf? Der Public Markt. Okay. Den haben wir aber auch schon bei den Kleinen stehen. Das ist ein Discounter. Ein Bio-Discounter. Guck, Boost ist auch da. Wunderbar. Dann wird der Zoo auch irgendwann aussteigen. Ja, was will man mehr? So, den werde ich jetzt mal kurz gucken. Wir waren jetzt hier bei... die schwimmenden Gärten. Ja, das stimmt. Dafür brauchen wir erstmal das Ding. Da sind wir ja bei. Katastrophengedenkstätte. Dafür müssen wir einen Tsunami erleben. Und da müssen wir die Gesundheit runterkriegen. Und die Starter des Kolossalos. Da muss ich erstmal gucken. Die stand hier weiter hinten. Das waren mich, glaube ich, die da. Genau. Ein Zoogebiet aus Stufe 5. Siehst du? Wir kommen im Moment so nicht weiter. Schade eigentlich. Aber es sind zumindest Gäste im Zoo. Offensichtlich viele sind, aber es sind Gäste drin. Das freut mich. Gewinn macht er nicht. Klar, ich habe die Tickets so weit runtergedreht, aber im Moment will ich sie auch so billig lassen. Sonst hauen die wieder alle ab. Sonst kriegen wir nie hoch. Kann man später teurer machen, wenn man es aus Stufe 5 hat. Die haben sich wunderbar aufgebaut. Jetzt haben wir aber auch gerade keine Nachfrage mehr. Und hier, ja, ihr wisst es ja, wo war das jetzt? Da oben, ne, genau. Ich bin hier ehrlich gesagt gänzlich unzufrieden. Hat sich zwar etwas geklärt, hier ist wieder Lehrer, aber zufrieden bin ich mit der ganzen Sache trotzdem nicht. Es geht halt immer noch stockend voran. War zwar eine sehr gute Idee, viele auf die Autobahn zu schicken hier unten, aber wir haben halt noch hier einen Extremstau. Auch wenn hier jetzt weniger Verkehr ankommt, es ist halt immer noch eine ganze Menge. Teilweise entsteht der Stau, weil sie hier die Spuren wechselt. Viel fährt ja auch hier ab. Aber hier entsteht das teilweise durch das Linksabbiegen. Aber ich frage mich sowieso, wie rum bin ich auf den Bolzen gekommen, die hier links abbiegen zu lassen? Ich hätte doch auch einfach... Ah, gute Frage. Das ist wegen der Brücke halt, ne? Von rechts, die darauf führen können, na, das ist hier schlecht. Wegen der Straße kann ich hier links rechts abbauen.
Aber links abbiegen ist auch keine gute Idee. Wird ja am liebsten von rechts runterführen. Aber ob das so funktioniert? Müsste es testen. Ich mach mal kurz Pause. Bau mal eine Autobahnabfahrt in normale. Das soll ja nur für die Abfahrter sein. Also für die Leute, die abfahren. Geh dann einmal runter. So. Und ob sie es wirklich nutzen? Muss mal kurz gucken. Das geht hier ran, ne? Müsste das Ganze irgendwie... Bin ich hier gar nicht durch. Das funktioniert nicht wegen der Brücke. Müsste das irgendwie hier rankriegen. Warte mal. Das Ganze müsste ungefähr bis da gehen. Denn ungefähr hier rum. Das geht ja zumindest. Ich komme hier bei der U-Bahn nicht durch, ne? Doch. Müsste hier ungefähr eine Kurve gehen. Aber das ist wahrscheinlich jetzt wieder so lang, dass sie es nicht nutzen. Und hier müsste ich dann quasi daran. Wenn es geht. Habe ich zwar auch eine Doppelkreuzung, aber hier ist nicht so viel Verkehr. Wenn ich denn dafür diese Straße wegnehmen, dann können die denn quasi da abfahren, anstatt da links abbiegen. Ich werde es einfach probieren. Ob es klappt, weiß ich nicht, aber ich werde es probieren. Ich nehme das Ding dann weg. Dann ist hier zwar immer noch die Doppelkreuzung, aber die müssen nicht mal alle links abbiegen. Okay, dann muss ich bloß die Ampel da vorne einmal ausmachen. Die da? Und dann werden wir es ja sehen, ob sie es nutzen. Oh ja, die ersten fahren schon ab. Das sind nämlich alle die, die da hinten links runter wollten. Die fahren jetzt hier ab. Dann schlagt das Ganze vielleicht noch ein bisschen. Gut, die spielen sie jetzt gerade wilde Sau, weil sie jetzt alle rechts rum wollen. Aber wenn wir Glück haben, Teil fährt ja auch geradeaus, gibt sich das gleich alles. Weil die dürfen hier ja wesentlich schneller rumkommen. Und die kommen denn hier raus und spielen hier wilde Sau, weil sie links abbiegen. Das sollt ihr ja nicht, Leute. Dafür habt ihr die Straße. Das sollt ihr auf keinen Fall. Moment. Hier geht's nur nach da, nicht nach links. Ob das jetzt wirklich besser ist, ja, das sehen wir, wenn das Licht angeht. Abwarten. Ja, jetzt quetschen sie sich hier alle rein, alle. Ich wollte das schon ein bisschen, ein paar fahren noch geradeaus. Jetzt ist hier voll. Warum? Die kommen hier doch ohne Probleme raus. Da müsste ich jetzt echt mal echt unterirdisch gucken. Warum ist denn da jetzt voll? Ah, die Straße ist voll. Warum? Weil sie jetzt alle hier reingefahren sind. Kommen hier viel zu langsam raus. Okay, das liegt jetzt eindeutig hier. Die müssen hier immer wieder stehen bleiben. Weil die teilweise hier auch rechts abbiegen wollen. Ja, die fahren hier raus, bleiben hier stehen, weil sie hier wilde Sau spielen. Hier könnte man aber auch rein theoretisch die Leute geradeaus fahren lassen, ne? Also hier rechts abbiegen und geradeaus. Dass sie hier beides können. So. Ah, rechts abbiegen natürlich auch, mein Freund. Das natürlich auch. Auf beide Spuren. Beides dürft ihr hier. Rechts abbiegen und geradeaus. Ja. Machen auch eins, ne? Gut. Na gut, die meisten fahren trotzdem. Ich wollte eigentlich verhindern, dass sie hier ihre Spuren wechseln, aber... Es liegt aber auch teilweise hier wegen dem Gegenverkehr. Nicht jeden Gegenverkehr. Ein bisschen... Und da kommen sie wahrscheinlich da vorne nicht mehr rechts ab. Müsste ich gucken. Müsste den Gegenverkehr hier quasi... Und das ist die? Nee, ne? Das sind... Ne, das ist die Straße hier. Die ist das, ne? Ja. Müsste den Gegenverkehr hier quasi auf diese Spur lenken. Und diese beiden quasi auf diese Spur. Damit sie hier ohne Probleme rauskommen. Problem ist, dass die Busse denn hier nicht mehr an die Haltestelle kommen, ne? Ah, und die Linksabbieger spielen hier jetzt wilde Sau?
Naja, so kommen die Busse nicht mehr in die Haltestelle. Das ist Mist. Oh Mann. Kann ich aber auch leider keine Busausnahmen einstellen, ne? Ich muss mich mal ganz kurz um die Buslinie kümmern. Wenn ich die Buslinie, also die Bushaltestelle, ein bisschen verschiebe, dann müssten sie doch wieder hinkommen. Diese Haltestelle, ein bisschen war der noch da, wenn es geht. Kommen sie denn wieder ran? Ich hoffe es. Die rennen jetzt alle hier rüber. Gut, klar. Aber zumindest scheinen sie jetzt hier besser rumzukommen. Aber die kommen hier leider nicht besser raus. Weil die hier jetzt natürlich, die Busse kommen jetzt hoffentlich trotzdem an die Haltestelle. Weil, glaube ich, hier dürfen die doch irgendwann nochmal wechseln, ne? Ja, hier dürfen die nochmal wechseln. So müssten die Busse eigentlich an die Haltestelle kommen. Die kommen von da, kommen hier aber nur auf die rechte Spur, ne? Die Busse kommen von hier. Aber die Busse müssen eigentlich hinkommen. Die kommen von hier auch auf die mittlere Spur. Ja. Von der mittleren Spur müssten sie eigentlich an die Haltestelle kommen. Die tun es bloß nicht. Sie fahren hier alle rüber. Warum? Die wechseln hier alle, obwohl sie hier auch geradeaus weiter dürfen, ne? Ja, aber die Busse kommen hin. Da steht gerade ein Bus. Gut. Ich muss denen hier das Wechseln verbieten. Das funktioniert sonst nicht. So. Ja, gut, die Busse kommen hin. Gut, die Busse blockieren hier jetzt ein bisschen Verkehr, aber ich glaube, das war jetzt nur, weil sie alle auf einmal kommen. Guck, da ist er ja schon weg. Jetzt kommen sie alle wieder vorbei, bis der nächste kommt. Dauert. Oder auch nicht. Da ist der nächste, der vorbeifährt. Irgendwie fahren die Busse hier jetzt riesen Umwege, aber gut. Scheint besser zu funktionieren jetzt. Jetzt kommen sie mich hier besser raus. Ab und zu bleiben sie hier mal stehen. Frage ist nur warum. Das liegt aber daran, weil sie hier stehen. Und warum stehen sie hier? Also hier will das auch spielen, oder was? Ja. Weil hier läuft der Verkehr relativ flüssig. Also, warum spielt ihr hier wilde Sau? Ihr könnt doch nicht von der rechten ganz links rüber. Deswegen abbiegen hier, ne? Das könnt ihr nicht bringen, Leute. Das geht nicht. So wird das hier nie was mit dem Verkehr. Ich sehe es ja ein, wenn ihr Spuren wechseln wollt, Leute. Das sehe ich ja ein. Ihr müsst ja auch abbiegen. Oh, unsere Uni ist wieder richtig im Kommen. Die Studenten werden mehr, Attraktivität wird mehr. David mehr, wunderbar. Kurzer Moment, ich muss hier mal kurz eine Sache regeln. Ich sehe es hier ein, wenn ihr die Spuren wechseln wollt. Aber ihr dürft hier geradeaus und auf diese. Und der hier dürft ihr natürlich auch geradeaus und auf diese. Genauso muss ich diese auf diese lassen und auf diese. Ja, da ist der Zoo aufgestiegen. Haus für Insekten und Amphibien und Reptilien und das Bison-Gehege. So können sie hier die Spuren wechseln, aber immer nur einzeln. Wir können jetzt nicht von unten auf die letzte. Und hier ziehe ich alles auf eine Spur. Warum? Seid ihr doof? Warum habe ich das getan? Ich glaube, das ist ein Überbleibsel hiervon, wo hier die Kreuzung war. So. So klappt das doch wahrscheinlich schon viel, viel besser. Ja, jetzt dürfen sie mich auch wieder überall durch. Es dürfte ja auch nicht mehr so massives Gewächse sein. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt klappt das besser. Jetzt wechseln sie nur noch einzelne Spuren. Jetzt klappt das hier wesentlich besser. Jetzt kommen sie hier auch besser raus. Gut. Nur weil das eine Ding da falsch eingestellt war, wahrscheinlich noch überbleibst du von der Kreuzung. Okay. Gut, ab und zu bleiben sie nochmal so stehen. Ich meine, wenn hier einer quer auf der Straße steht, warum auch immer, aber es scheint besser zu werden. Die flutschen hier viel, viel besser durch. Das wird hier auch weniger. Gut, hier ist noch sehr, sehr voll. Das lässt sich im Moment aber nicht verhindern. Boah. Viele fahren hier ab. Jetzt fahren sie aber auch hier links ab, ne? Was für Probleme für Sorg. Ja, gut.
Und das Ganze hat es hier drinnen hinten wieder schlimmer gemacht. Das liegt aber wahrscheinlich an den Linksabbiegern. Ja. Links sollten sie hier ja gar nicht abbiegen. Aber zumindest flutscht das hier jetzt. Gut, eins nach dem anderen. Ich kümmere mich kurz um den Zoo. Den Zoo, der muss ja noch gemacht werden. Wo haben wir den jetzt? Hier. Da müssen wir jetzt noch die zwei neuen Gebäude hinbauen. Die müssen definitiv hin. Und zwar, wer hat denn hier genau das Amphibienhaus und das Bisongehege? Das Bisongehege ist schon wieder so abartig groß. Das Bisongehege möchte ich gerne hier so hin haben. Kann man da vielleicht noch einen Weg zwischenbauen? Ungefähr hier. Und das Amphibienhaus, das verstecken wir so ein bisschen dahinter. Ungefähr hier so. Hier kommen ja später noch mehr Gehege. Deswegen auch der Abstand. So. Zack. Wege hin. Ah, sag ich mir, der hat wieder einen extra Weg. Ah, das geht hier so hoch. Alles klar. Ah, warte mal. Kann man noch mal ein bisschen um die Kurve bauen? Da komme ich so eine kleine Kurve rum. Zack. Baue ich das hier genauso. Zack. Da kann ich auch ein bisschen Deko oder so dazwischen. So, und das Amphibienhaus braucht natürlich auch einen Weg. Ziehe ich einmal hier vorne vorbei. Ich hoffe, das zählt als Weg. Jupp. Da einmal hin. Hier auch einmal so schräg ran. Und denn, naja, wie ich gedacht hatte, hier kann man auch so einen Weg zwischenbauen. Hier ist ja schon ein Weg. Aber das kann ja eigentlich gar nicht schaden, wenn man hier trotzdem noch einen Weg vorbeibaut. Wenn es denn geht. Ja. Bis vielleicht. Jetzt gehe ich mal wieder um die Kurve. Soll halt alles ein bisschen geschwungen aussehen. Ich meine, in Wirklichkeit ist in einem Zoo ja auch nicht alles gerade. So. Das gleiche mache ich dann nochmal ein bisschen da. Dann haben sie mehrere Laufwege. Und das Ganze kann man hier nochmal verbinden. Entfernung zu gering. Entfernung zu gering. Geht echt nicht. Okay. Gleich in der Mitte? Ne. Lässt er mich nicht. Okay. Schade. Hier vielleicht? Jo. Machen wir es so. Ist gleich ein bisschen hübscher aus. Gut. Dann haben wir die beiden neuen Gehege ausstehen. Wieder mehr Stoff für die Besucher. Ah, im Moment sehe ich aber auch nicht wirklich Besucher drin. Nur die Entertainer. Sind schon wieder alle weggelaufen? Ah, doch, da kommen sie wieder. Okay. Ja, 600 von 2500. Okay, das kommt aber. Jo, das kommt, es kommt. Gut, dann hätten wir den Zoo, der kommt weiter. Unsere Uni läuft inzwischen auch. Ausbauen können wir sie im Moment nicht. Dann mache ich hier nochmal kurz Lugi-Lugi. Ich glaube, durch die Linksabbiege habe ich jetzt hier wieder einen riesen Stau verursacht. Der Kreise geht noch einigermaßen. Die müssen hier jetzt natürlich stehen bleiben. Dadurch staut sich das alles, weil hier alle links abbiegen. Aber die stehen hier auch schon wieder in der Straße. Also hat wohl doch nicht so funktioniert wie gedacht. Obwohl die hier gut rausflutschen. Keine Ahnung, warum die schon wieder alle stehen. Ich glaube, da heißt es wieder abwarten. Im Moment kommen sie ja echt sehr gut raus. Zwischendurch bleiben sie mal stehen. Aber das liegt an den Fußgängern, ne? Ah, zwischendurch müssen sie ja echt mal stehen bleiben. Wir sollen ja aber auch... Nein, ich will jetzt keine Katastrophe. Ich möchte die... Kreuzungsbeschränkungen, hier sollen ja auch keine Fußgänger rüberlaufen. Zebrastreifen aus, Zebrastreifen aus, Zebrastreifen aus. Damit sie hier besser rumfahren können. Ja, jetzt klappt es doch schon besser. Wunderbar, dann hätten wir das jetzt auch einigermaßen. Dann müssen wir jetzt noch warten, bis es leer läuft. Das dürfte eine Weile dauern. Dadurch, dass sie halt hier immer wieder stehen bleiben. Das liegt teilweise aber auch an den Bussen. Aber sie kommen ja raus. Müssen bloß einen kurzen Moment warten. Und hier, ja, hier ist genau das gleiche mit den Fußgängern. Ah, diese Fußgänger, ne, die verursachen mehr Probleme als einem lieb ist. Das aus, das aus, das aus. Die sollen hier doch gar nicht rüber. Das hier ist schließlich keine Fußgängerstraße. So, jetzt dürfte das hier auch leer flutschen. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, hier werde ich das Linksabbiegen verbieten. Das verursacht nämlich Probleme. Jo, eindeutig. Gut, dann werde ich hier nochmal einmal kurz das Linksabbiegen verbieten. Dann machen wir was Schluss für heute.
Dann kommen wir vielleicht beim nächsten Mal schon weiter mit den einzigartigen Gebäuden. Ich hoffe es zumindest. Das hier, Leute, ist keine Linksabbiegerspur. Hier geht es nur rein geradeaus. So. Dann dürfte das hier auch wieder besser laufen. Siehst du, der Linksabbieger, das hat das hier alles blockiert. Jetzt drehen die wahrscheinlich alle hier im Kreisel um, oder? Ah, das ist ja furchtbar. Jetzt fahren sie alle durch die Kreisel zum Umdrehen. Okay. Wie eins nach dem anderen. Aber zumindest haben wir die Straße hier einigermaßen freigekriegt. Das freut mich ja schon mal. Ist zwar jetzt nicht die beste Lösung, aber wir haben sie einigermaßen freigekriegt. Mal guck, hier flutscht und rutscht es. Plus hier oben ist noch so ein bisschen... Ja. Kommt aber noch. Haben wir nicht nur noch das Stück hier. Ist halt nicht so einfach, so viel Verkehr hier gegen anzukommen. Aber zumindest haben wir den Zoo mal eine Stufe hochgekriegt. Das ist doch schon mal was. Ich hoffe, der wird auch noch mehr Stufen aufsteigen. Jetzt kommen zumindest Leute rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid einfach klasse. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.